1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, da haben wir ein Thema, wie immer ein festes Thema. Und unser Thema heute Nacht heißt die schlimmste Nacht meines Lebens, meine schlimmste Nacht. Ich möchte also folglich gerne mit euch sprechen über die traurigste, grauseligste Nacht, die ihr bisher in eurem Leben verlebt habt. Wir sind erstmal einige Minuten hier unter uns bei 1 Live und das WDR Fernsehen kommt dann etwas später dazu und auch 1 Festival. Ich begrüße ganz herzlich Maria Magdalena. Maria Magdalena ist 79. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, lieber Domian. Ja, liebe Maria Magdalena, schön, dass du da bist. Ja, darf ich dir als erstes mal meine Bewunderung aussprechen und meinen Dank für deine Sendung. Das ist sehr, sehr freundlich von dir, das freut mich sehr. Das du ehrt kannst mich es sehr. Dir fast nicht vorstellen, was man als 79-jähriger Mensch dazu lernt. Ja. Ich höre, sehe bei dir Dinge, die ich nie gewusst habe. Ja, das glaube ich. Ja. Also es ist aber großartig. Ja, ich freue mich sehr über dein Lob und das ist für mich eine Ehre, von einer so älteren Dame so gelobt zu werden. Das freut mich wirklich sehr. Aha. Ich bin 47 Jahre Heilpraktikerin, habe also mit vielen tausenden Menschen zu tun. Ja. Und durch eine Skat-Freundin, die hat mich auf deine Sendung aufmerksam gemacht. Aha. Und jetzt gehe ich fast nie mehr vorher ins Bett. Oh, dann wirklich aber gerade nicht gesundheitsfördernd. Wenn doch, du so, doch, das macht mir überhaupt nichts. Ich bin so topfit. Das ist ja wunderbar zu hören. Ja. Maria Magdalena, zum Thema, meine schlimmste Nacht. Ja, also dazu muss ich sagen, ich habe meine Schwester und Schwager und ich sage mal eben, es war ein 25-jähriges Betriebsjubiläum meiner Schwester mit 600 freien Mitarbeitern und wir haben gefeiert mit 250 Leuten. Mhm. Es war ein Jubiläum, ein Fest, das Fest der Feste, wie man sich das nach 25 Jahren vorstellen kann. Und wir haben gefeiert bis morgens um 4 Uhr, mhm, also die schönste Nacht. Mhm. Und so fährt, löst sich alles langsam auf. Mein Schwager zeigt am anderen Morgen die Firma noch zwei Kollegen aus Süddeutschland. Er setzt sich in sein Auto und übers Steuer bricht er zusammen und ist tot. Mhm. Wir sind also alle zu meinem Schwesterherzjahr nach Lüneburg gefahren, mhm, und es war ein Schock, er sitzt ja in den Gliedern, im Körper. Ja, ja. Ich habe einen solchen Schock und noch nie erlebt und auch wie schmerzlich er ist. Wann war das? Wie lange liegt es zurück? Ja, das ist 1997 gewesen. 1997? Ja, am 18.12. war sein 59. Geburtstag, mhm, am 19.12. das 25-jährige Jubiläum, am 20.12. brach er tot über dem Steuer zusammen, mhm, und nur 12 Stunden nach seinem Tod, in der Nacht um 1.30 Uhr, meldet er sich bei mir aus dem Jenseits. Ich habe niemals einen solchen Kontakt gehabt. Ich war allein im Haus, mein Schatz, mein Mann war im Nachtdienst. Ja. Und ich habe mich eigentlich im Moment gewehrt. Aber ich habe zum Schreiber gegriffen, er bat so sehr. Jetzt lass mich kurz fragen. Er meldet sich aus dem Jenseits. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, du, das ist eine gute Frage. Wie soll man das eigentlich richtig beantworten? Ja. Weißt du, darf ich das ganz plattschüffelig mal sagen? Bitte. Wenn du morgens aus dem Hause gehst, mhm, und es sagt vielleicht eine Stimme, nimm den Regenschirm mit. Mhm. Du bist in der Stadt und denkst Nachmittag, ich weiß nun nicht, ob du einen Schirm mitnimmst, aber als Vergleich. Ja, ja. Am Nachmittag regnet es und du denkst, also heute Morgen hat doch etwas in meinem Inneren gesagt, also nimm den Schirm mit. Also ist er quasi so als innere Stimme zu dir getreten, also, in der Nacht? Also so wie auch sehr oft gerade in eurer Medienwelt davon gesprochen wird, auf den Bauch zu hören. Mhm, so kam es. Es kam nicht aus dem Kopf. Ich würde sagen, es kam aus dem Bauch, ja, weil mein Kopf da oben ganz anders ratterte. Ja, ich habe gedacht, so ein Schwachsinn, so was, ein Schmarrn, was, was, so ein
du kannst es dir nicht vor, oder du doch kannst es dir vorstellen, dass man wirklich mit einem Mal wie katapultiert auf zwei Ebenen ist. Man glaubt, man ist in einem falschen Film. Was hat er zu dir gesprochen? Und da hat er gesagt, ich möchte schreiben. Er möchte seinen Tod beschreiben. Und ich habe 25 DIN A4 Seiten geschrieben. Also es war eine Nacht, man hat mal Dinge gelesen, aber dass man so etwas plötzlich erleben kann, ist ja fast undenkbar. Also in dieser Nacht hast du quasi, warst du sein Medium, durch das er niederschreiben konnte, was er schreiben wollte. Ja. Und du hast es in einem Zug durchgeschrieben. Ja, geflogen. Also ich bin ja übers Papier geflogen. Und Gott sei Dank konnte ich das hinterher auch lesen. Lass mich fragen, weil es mich sehr interessiert. Entzog sich, ich sag's mal, die Hand deinem Willen, die schreibende Hand? Ja. Ich habe also die Manuskripte, das habe ich alles sogar noch. Ja. Und jedenfalls bat er darum, ein Buch zu schreiben. Ja. Ich sei die Einzige für ihn Erreichbare und ich möchte ein Buch schreiben. Wieder rattert das ja im Gehirn. Mhm. So ein Schwachsinn, so ein Schmarrn. Mhm. Und dann bat er noch, dass dieses Buch, wenn es anginge, an seinem ersten Todestag veröffentlicht wird. Wieder bist du da im Kopf und sagst, was für ein Quatsch. Mhm. Aber ich frag nochmal, ob du mich richtig verstehst. Das Buch war dann doch wieder eine andere Sache als das, was du in der Nachtodesnacht niedergeschrieben hast. Das waren zwei verschiedene Sachen jetzt. Dieses war eigentlich ja das vor, diese 20, 25 ja. Seiten. Das war also diese Bitte, doch überhaupt ihm zuzuhören und doch nicht zu glauben, dass er jetzt tot sei und dass alles aus ist. Und das möchte er uns doch berichten. Und wir möchten doch nicht in Trauer, also wenn es dann, wenn er dann zusehen kann oder weiß der Himmel, also dann war er entsetzt über diese furchtbare Trauer. So, und dann hat er dir auch noch gesagt, dass du ein Buch schreiben sollst. Was für ein Buch sollte das werden? Ja, das ist ja eins geworden. Das ist eins geworden. Ja geschrieben. Und das habe ich dann immer nachts geschrieben zwischen 1 und 4 Uhr. Ja, und was ging es in dem Buch? Wieso? Um sein Leben und über das Nachttodliche. Es heißt Peter Haider aus dem Jenseits über die Brücke Maria Magdalena zum Diesseits. Ja. So hat er es diktiert. Das Buch hast du geschrieben und es ist dann auch gebunden worden und man kann es kaufen. Als das Buch verlegt wurde, es ist an seinem Todestag, man glaubt das alles nicht, wenn ich es nicht erlebt hätte, würde ich es nicht glauben. Mhm. An seinem Todestag, in seiner Todesminute um 1:30 Uhr haben wir es öffentlich vorgestellt. Sag mal, wenn man sowas Ungewöhnliches erlebt hat, du standst solchen Dingen früher auch eher skeptisch gegenüber? Naja. Ich meine, man kennt ja viele Leute, die eine Meise und einen Pony haben. Ja. Das habe ich früher ja auch gedacht. Ja. Was hat jetzt dieses Erlebnis, was ja doch offensichtlich ein tiefgreifendes Erlebnis für dich war, wie hat es dein Leben verändert? Naja, eigentlich total. Inwiefern? Sag mal ein paar Beispiele. Ja, dass man ja völlig anders aufgeschlossen ist. Ja. Man kommt ja doch in ein völlig anderes Bewusstsein. Das heißt, hat es dir auch die Angst vor dem Tod genommen? Ja, wir haben ja auch so viele Dinge erlebt, die er uns gebeten hat. Er hat gebeten, wir möchten nach Frankreich gehen, zu dem Pater Fréré Roger Schütz da. Ja. Und es ist so, auch heute noch, wenn ich die Musik von Tissé anmache in meinem Büro hier, dann spricht er zu mir, dann meldet er sich sofort. Ja. Das habe ich bis heute, kann ich nicht genau beantworten, warum dieses Tissé. Aber er hat beschrieben, dass wir unsere Wurzeln und meine Großmutter aus Duisburg, die hat auch immer davon gesprochen, dass wir zu den Hugenotten gehören nach Frankreich bis ins 16. Jahrhundert zurück. Und solche Dinge hat er berichtet. Bist du dankbar für diese Erlebnisse? Ja, na hör mal. Auf jeden Fall. Ja, also absolut. Mhm. Ja. Es ist ja, wenn man so etwas erlebt, das ist ja bereichernd. Ja, ja.
Ich habe auch einen offenen Gesprächskreis und also zu mir kommen viele Menschen und viele Menschen profitieren ja davon. Ja. Und von meiner Schwester war das so hochinteressant, die ja unter einem furchtbaren Schock stand, denn sie wollten nach Sölden und die Koffer und die Skier, die sind schon in Sölden gewesen, ja. Aber sein Tod kam ja dazwischen. Ja, weil es so plötzlich kam, ja. Und meine Schwester ist dann durch diese Botschaften eigentlich zum Helfer geworden für andere, die auch verwitwet oder die Kinder verloren haben. Mhm. Die hat auch mit einmal Haus der offenen Tür einen Gesprächskreis gemacht und die Leute riefen mich manchmal an und sagten immer, Frau Krebs, sie tröstet uns noch. Ja. Also es ist sehr viel Gutes daraus erwachsen, aus diesem traurigen, damals traurigen Vorfall. Ja. Liebe Maria Magdalena, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, wenn auch nur akustisch. Lieber Domian, heute Nachmittag hat ein Kollege von dir auf der anderen Leitung, haben wir sehr schallend gelacht. Weißt du, warum ich gedacht habe, dass du Domian heißt? Na? Er hat mich aufgeklärt, dass das dein Nachname ist. Ja. Und ich habe gedacht, wegen deiner brisanten Themen heißt du Domian. Nein, das ist wirklich mein ganz normaler bürgerlicher Name. Ja, das habe ich doch nicht gewusst. Ne, und ich habe mit dem Marc gesprochen. Ja. Und er hat gesagt, Maria Magdalena, wenn du also mal ab und zu deinen Senf dazu geben möchtest, dann kannst du dich gerne bei uns auf der anderen Leitung melden. Also, ich fand das jetzt keinen Senf, sondern sehr interessant, was du erzählt hast. Freue mich, dass du durchgekommen bist. Ja. Und bedanke mich recht herzlich und wünsche dir alles Gute und alles Liebe, Maria Magdalena. Und ich danke im Voraus für viele andere Nächte noch. Dankeschön. Ich hoffe, dass ich dir noch lange, lange zuhören darf. Das hoffe ich auch sehr, wirklich von Herzen. Alles Meine Liebe, mach's gut. Tschüss. Ja, du auch. Tschüss. So, Freunde, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit. Jetzt machen wir ein bisschen Pausenmusik und dann kommt das wieder Fernsehen. So, meine lieben Leute, Entschuldigung, lieben Leute im Fernsehland draußen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen, 13 Minuten. Aber nun sind wir da. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Unser Thema heute Nacht heißt Meine schlimmste Nacht. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Ich möchte euch gerne mit euch reden über die Nacht eures Lebens, von der ihr sagt, ja, das war meine schlimmste Nacht, das war die grauseligste Nacht, die werde ich nie vergessen, die hat sich so eingebrannt in mein Gedächtnis, trage ich mein Leben lang irgendwie mit mir rum. Meine schlimmste Nacht. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, die übliche Telefonnummer oder die übliche Mailadresse, ich bin gespannt auf eure Anrufe und hier ist Sibylla. Und Sibylla ist 68 Jahre alt. Hallo Sibylla. Hallo. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen Sibylla. Guten Morgen Domian. Zu dem Thema meine schlimmste Nacht. Ja, Gott sei Dank bin ich mal durchgekommen. Schon jahrelang probiere ich's. Ja, ich freue mich auch, dass du durchgekommen bist. Erzähl Denn mal. Ich schaue deine Sendung jede Nacht an. Ja. Schon jahrelang. Das freut mich sehr. Ja. Aber das Thema ist eher traurig heute. Das, ja. Erzähl mal, was ist es bei dir, die schlimmste Nacht? Ich habe am 30. August 1996 habe ich meinen Sohn vom Rotherma-Bad Wassertod rausgezogen. Wo rausgezogen? In Rodenfels, Bad Rodenfels im Rotherma-Bad. Aus einem Bad? Ja. Also so ein Freibad? Wir waren schwimmen. Ja. Und abends um 9:45 habe ich zu meinem Sohn gesagt, jetzt gehen wir raus, ziehen uns um und dann treffen wir uns draußen der Cafeteria. Ja. Wie immer, über 20 Jahre lang waren wir dort jede Woche zweimal. Ja. Und ich war draußen in der Cafeteria und mein Sohn kommt und kommt nicht. Und dann bin ich um 9:45, als das Licht ausging, reingesprungen und habe ihn gesucht. Ja. Da hat er auf dem Weg zur Umkleiderkabine einen Anfall bekommen, hat die Orientierung verloren, ist statt links rechts gelaufen und fliegt ins Becken, ertrinkt. Wie alt war dein Sohn? 38. Da? 38. Was hat er für einen Anfall bekommen? Epilepsie. Aber noch nie im Wasser gehabt, weil Wasser war sein Ein und Alles. Mhm. Und ich habe ihn ja auch immer begleitet. Das heißt, er hatte den Anfall ja auch nicht im Wasser, sondern außerhalb und ist hat die Orientierung verloren, wie du gerade gesagt hast, ist reingefallen und ist dann ertrunken. Ja. Und du warst ganz alleine und hast ihn gefunden?
Ja, ich bin dann reingelaufen, wo das Licht abends ausging, mhm, und habe den Hausmeister gesucht. Ja. Und als er dann das Licht angemacht hat, sah man halt im Wasser liegen. Ne? Und da war jede Rettung ja, zu spät? Wir haben beide ihn rausgezogen. Mhm. Ich habe noch eine Viertelstunde Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, mhm, bis der Krankenwagen kam. Mhm. Aber war nichts mehr drin zu machen. Was für ein unfassbar schlimmes Erlebnis. Ja, und das Schlimmste war halt für mich, gell, mein Sohn und ich, wir waren so schwer verbunden, mhm, miteinander, weil mein Mann halt 32 Jahre krank war, er konnte nicht mehr fort, gell. Mhm. Und dann habe ich halt meinen Sohn immer irgendwo hin begleitet, dass, mhm, er ein bisschen aus dem Haus kommt. Sibylla, wie war das denn dann in dieser schlimmen Nacht, nachdem dann ja, klar war, dass der Junge tot ja, war, wie verlief die Nacht, was hast du gemacht? Ja, da hat mich der Arzt also gleich hinterher genommen, hat mir Spritze gegeben, Valium-Spritze, mhm, weil er gesehen hat, ich war am Abgang, ne? Mhm. Und hat mich heimgefahren. Ja. Und als ich daheim ankam, ich war so fertig, hat mein Mann das erzählt. Mein Mann hat gleich einen Anfall gekriegt und hat sich hingelegt, weil er ja schwer herzkrank war. Mhm. Und ich war so fertig, dass ich an gar nichts mehr gedacht habe. Mhm. Bin in die Stadt gelaufen, habe eine Flasche Rotwein genommen, mhm, und habe gedacht, jetzt schaffst du die weg, die Spritze und der Rotwein, das muss lange. Ja. Und dann stürzt dich in die Morg, weil ich in der Nähe von der Morg wohne. Also das ist ein Fluss. Ja. Ja. Und da hat mich aber also morgens um 5 Uhr meine Ex-Chefin getroffen. Morgens um 5 Uhr? Du bist ja, also, weil sie kam von einer Wirtschaft, weil ich früher in einer Wirtschaft bedient habe. Achso, du hast dich tatsächlich dann betrunken mit dem Rotwein, ja, ja, bist draußen rumgeirrt, ja, auch mit dem festen Vorhaben, dich da ins Wasser zu stürzen. Ja. Und das war ja fast wie eine Fügung, wie ein Engel. Dann kommt deine Chefin morgens um 4:30 und sieht dich da. Er hat mich gesehen, ja. Und dann hat sie, ich war gerade im Zusammenbrechen, dann hat sie mich heimgefahren. Hm. Und also, ich habe nie mehr gewusst, wie ich heimkam. Ich sage das offen ehrlich. Wie hat denn dann wiederum dein Mann darauf reagiert? Dass mein Mann, der konnte gar nichts mehr machen. Ja. Der war so fertig. Wie gesagt, mein Mann war 32 Jahre krank. Hm. Was hatte der damals für eine Krankheit? Mein Mann hatte 14 Herzoperationen. Oh weia, oh weia. Und 7 Gefäßoperationen. Ist dein Mann inzwischen auch verstorben? Vor zwei Jahren habe ich meinen Mann innerhalb 14 Tagen, meinen Mann und meine Schwester verloren. Hm. Also es war ganz schlimm. Sibylla, hast du dir dann im Nachhinein damals irgendwie Vorwürfe gemacht, dass du ihn hast alleine reingehen lassen, dass du nicht dabei warst? Gab es da irgendwie so Gedanken? Innerlich ja, habe ich mir Vorwürfe gemacht. Aber wie gesagt, ich kann mit einem 38-jährigen Kerl niemand umklagen, der Kabine. Denn mein Sohn war ja total in Ordnung, der hat ja nur die Anfälle gehabt. Hatte er diese Anfälle öfter? Ja, aber 2-3 Mal in der Woche, gell? Mhm. Aber halt nie im Wasser. Mhm. Ne? War das denn auch vorher so üblich, dass er dann, wenn er einen Anfall bekam, noch irgendwie weiter rumlief? Oder sackte er in sich zusammen? Normal ist er immer zusammengesackt gleich. Ja, so kenne ich es auch von Epileptikern. Ja, aber wie gesagt, da war es halt anders, wie wenn 6 Stunden da war. Mhm. So kam mir es dann später vor. Ein unfassbar schlimmes Ereignis. Wie ja, lange, nur, das war 1996, sagst du, nur ja, sind das 10 Jahre her. Mhm. Wie lange hast du gebraucht, um so einigermaßen wieder auf die Füße zu kommen? Also ich konnte 10 Wochen lang überhaupt nicht meine Wohnung betreten. Es war ganz schlimm. Es war das einzigste Gute, dass ich die Wohnung von meiner Mutter ohne drin noch gehabt habe. Wo war denn in diesen 10 Wochen, wo du eure Wohnung nicht betreten konntest, dein Mann? Ja, der kam halt dann auch runter. Ach, der zu der Wohnung zu meiner Mutter. Und wie viel danach, wie viele Jahre vielleicht hat es gedauert, bist du einigermaßen... Einigermaßen, will ich mal so sagen, bin ich überhaupt noch nicht drüber weg. Ja, das Einzige, was mich am Leben hält, ich sag's offen ehrlich, weil ich habe keine großen Freunde und nichts. Das Einzige, was mich erhält, sind, vielleicht wird es lachen, ich weiß nicht, der lache viel drüber. Das sind meine Elvis-Lieder, weil ich ein totaler Elvis-Fan bin. Nein, wenn dir das Spaß macht, gibt es da nichts zu lachen drüber. Ja. Dann ist das auch eine gute Stütze und Hilfe. Und wenn dir das eine Freude bereitet, ist, finde ich das auch völlig in Ordnung. Genau. Ja. Ich bin halt schon 40 Jahre Elvis-Fan, gell? Und es ist die Musik, die tut mich wieder ein bisschen aufrichten. Wann hast du dich getraut, die erste Elvis-Musik wieder zu hören, nach diesem schweren Unglück damals? Ja, es ging vielleicht, also wie gesagt, 10 Wochen bin ich ja gar nicht mehr in meiner gar Wohnung. Nichts, ja.
Als ich dann in meiner Wohnung war, ja, da ging es wieder los. Ah ja, und dann war diese Musik war dann auch was Tröstendes. Die war für mich heilbar, die Heilung, ja. Ist doch wunderbar, ist doch wunderbar. Wenn man aber halt nur die langsamen Lieder, die Gospel-Lieder, weißt du. Ja, ist klar. Ich habe auch, wo mein Mann jetzt gestorben ist, habe ich auch Gospel-Elvis laufen lassen in der Leichenhalle. Ja. Liebe Sibylla, ich danke dir sehr für deinen Anruf und auch dafür, dass du mir das erzählt hast. Ja. Wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, und ich bedanke mich, gell. Und hab viel Freude mit dem Elvis. Das ist eine gute Sache, finde ich. Ja, und könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Na klar, du legst bitte auf und wir rufen dich an, damit wir deine Adresse notieren können. Ich danke dir vielmals, gell, und mach so weiter. Okay, danke schön, Sibylla. Okay, tschüss. Vielen Dank, tschüss. Also, Freunde, unser Thema heute Nacht heißt meine schlimmste Nacht. Ich möchte gerne mit euch reden über eure schlimmste Nacht, die ihr bisher in eurem Leben erlebt habt. Nachdem ich das jetzt so gesagt habe, meine schlimmste Nacht, geht wahrscheinlich ganz vielen von euch irgendwas durch den Kopf und da bleibt irgendwas Gravierendes hängen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Katharina und Katharina ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Katharina. Hallo. Ich möchte von meiner schlimmsten Nacht erzählen und vorweg, ich war gerade die ganze Zeit am Zittern, weil als der Anruf von Maria Magdalena kam, mein Vater ist auch am 20.12. verstorben, das war 2002. Ja. Und ich hatte gerade unheimliche Herzklopfen, weil irgendwie, da geht es einem doch schon ein bisschen durch. Weil für die Fernsehzuschauer als Hinweis, Maria Magdalena war meine erste Anruferin, die noch nicht im Fernsehen zu hören war. Verbindest du diese schlimmste Nacht auch mit dem Tod deines Vaters oder wolltest du mir was anderes erzählen? Nee, das ist, ich verbinde das auch mit dem Tod meines Vaters. Und es war so, dass mein Vater 2002 verstorben ist. Er ist 3 Tage vorher mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus gekommen. In welchem Alter damals? 56. Und überhaupt keine Anzeichen. Er ist auf die Onkologie, auf die Krebsstation verlegt worden. Sofort, weil der Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenkrebs war. Er hat allerdings nie Anzeichen gehabt von irgendwas. Und wir haben da, also unsere ganze Familie hat nicht dran geglaubt. Meine Mutter ist auch selber Krankenschwester. Auch gar keinerlei Beschwerden vorher gehabt? Überhaupt gar nichts. Und freitags nachts kam halt der Anruf, dass er gestorben ist. Und das war für uns. Wie lange war er im Krankenhaus? 2,5 Tage. 2,5 Tage? Ja. 2,5 Tage. Und hatte er wirklich Bauchspeicheldrüsenkrebs? Nein. Also wir haben hinterher, und die Ärzte wussten selber nicht, was er hatte. Es wurden also verschiedene Untersuchungen durchgeführt, Magenspiegelung und so weiter. Mhm. Und wir haben hinterher uns entschlossen dann als Familie und haben gesagt, wir möchten ihn gerne sezieren. Und wir möchten wissen, woran er gestorben ist. Und da ist bei rausgekommen, dass er einen Riss in der Aorta hatte. Und das hat erst den Magen vollgeblutet und dann ist das Blut hochgestiegen innerhalb von Sekunden, weil die Aorta, klar, ist und das auch hat noch man, Bluthochdruck gewesen und da pumpt das natürlich alles viel, viel schneller. Und das hat man nicht diagnostizieren können, als er ins Krankenhaus kam? Nein, du musst dir das so vorstellen, direkt das Brustbein, das liegt auf dem Röntgenbild, liegt das davor, also vor dem Riss ist das gelegen. Und also du merkst, es fällt mir schwer, darüber zu reden. Natürlich. Ich wollte auch nur darauf hinaus, ihr macht den Ärzten keine Vorwürfe, dass das nicht richtig behandelt worden ist. Nein, man hätte es nicht behandeln können. Es ist im Grunde eine Form der Bindegewebsschwäche. Es ist vererbbar, das wissen wir jetzt halt auch. Mein Opa ist damals auch an einem Aortariss gestorben. Da hat es allerdings etwas länger gedauert. Da hat man den Riss diagnostiziert, hat aber gesagt, man kann nichts mehr für ihn tun, man kann halt nur das Leben etwas verlängern. Aber was mich im Grunde, was mir halt, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber was eigentlich schön ist im Grunde, obwohl es doof klingt, dass er keine Schmerzen gehabt hat. Also er hat noch kurz vorher hat er klingeln können und die Nachtschwester kam. Und ist dann bewusstlos geworden? Ja, eigentlich sofort waren Sekunden tot. Ich wollte gerade noch was fragen. Ja. Ihr habt dann entschieden, nachdem dein Vater verstorben war, dass man ihn seziert. Ja. Ist das eine schwierige Entscheidung für Angehörige, die Vorstellung, dass der Papa aufgeschnitten wird und alles wird da untersucht und rausgefummelt? Und also für mich war es nicht so schwierig. Meine Schwester hatte enorme Probleme damit. Muss ich sagen, aber ich weiß nicht warum. Also
meine Schwester und ich sind so eigentlich grundverschieden, aber irgendwo doch gleich. Also wir haben zum Beispiel als, ich habe meine Schwester nachts angerufen, ich bin mit meiner Mutter zum Krankenhaus gefahren und ich habe meine Schwester angerufen, die war zu der Zeit auf einer Geburtstagsfeier und sie hat einfach nur am Telefon geflüstert, Papa ist tot, und mein Schwager stand halt neben meiner Schwester und hat den Nervenzusammenbruch schlecht hinbekommen. Mhm. Also er hat rumgeschrien und hat das am Telefon mitbekommen und das war ganz schrecklich. Also der, was war die Todeszeit? Das war 12:30. Mittags? Nachts. Nachts. Und du hast es dann relativ schnell erfahren, oder ihr habt es schnell erfahren? Ja, normalerweise macht das Krankenhaus das nicht, dass man die Angehörigen nachts informiert. Ja. Um halt auch wirklich psychische Schäden, ich sage jetzt mal so hart, aber bei mir ist es so, wenn bei mir nachts das Telefon klingelt, ich kriege also Angstzustände. Aber ihr habt es nachts erfahren? Wir haben es nachts erfahren, aufgrund dessen, dass meine Mutter Krankenschwester ist und sie auch in dem Krankenhaus, wo er gestorben ist, gearbeitet hat. Ach so, na gut, dann ist das natürlich ein anderer Kontakt gewesen. Genau. Seid ihr denn gleich noch hingefahren? Wir sind gleich hingefahren und ich habe gesagt, ich möchte nicht zu ihm gehen. Meine Mutter hat mir das hinterher erzählt, sein Körper war also noch warm. Und also du hast ihn nicht mehr gesehen? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich wollte ihn so in Erinnerung behalten. Ich habe ihn auch nicht im Krankenhaus besucht. Bereust du heute diese Entscheidung? Das fragen mich sehr viele, aber ich war zu der Zeit, als mein Vater ins Krankenhaus kam, sehr erkältet. Und ich habe gesagt, ich möchte ihn schonen, weil jeder kleinste Virus, wir wussten nicht, was er hatte. Und da dachte ich irgendwie, ich telefoniere lieber mit ihm. Und bereust du denn die Entscheidung, dass du ihn als Toten nicht mehr gesehen hast? Nein. Das ist also ich habe auch noch nie einen toten Menschen gesehen und ich stelle mir das, glaube ich, auch ganz schwierig vor. Wie verlief dann, unser Thema heißt ja die schlimmste Nacht, wie verlief denn dann diese Nacht? Du bist nicht mit reingegangen in das Zimmer? Ich bin nicht mit reingegangen in das Zimmer und kurze Zeit später kamen auch meine Schwester und mein Schwager an. Die haben dann noch Abschied genommen von meinem Vater zusammen mit meiner Mutter. Ich habe dann zu der Zeit damals noch meinen Ex-Freund angerufen, damit er Bescheid wusste, weil er auch eine sehr intensive Bindung zu meinem Vater hatte. Und aber ich wollte allein sein. Ich wollte, dass er es weiß, aber ich wollte für mich sein. Auch die Nachtschwester kam immer wieder an. Ja. Wie lange wart ihr dann noch im Krankenhaus? Bis morgens um 5. So lange? Das heißt, du hast dann die Zeit über alleine gesessen in einem Raum oder im Flur? Genau, im Flur habe ich alleine gesessen. Deine Mutter und die Schwester und der Schwager waren im Totenzimmer? Genau. Und es kam natürlich immer wieder, kam jemand vorbei, die ganzen Ärzte. Und hast du währenddessen geweint oder kann man da gar nicht weinen in dem ersten Schock? Ich konnte nicht weinen, das kam alles viel später. Also ich, kannst du dich erinnern? Vielleicht geht's dir genau, was du da gedacht hast. Also ich hab viel nachgedacht, wie es weitergehen soll. Weil mein Vater war immer eine Bezugsperson für mich. Und es sind einfach so Kleinigkeiten, wo man drüber nachdenkt, die Beerdigung. Und auch so, ja, im Grunde komischerweise hat er im Sommer, wir saßen beim Grillen zusammen und er sagte plötzlich, wenn ich mal sterbe, möchte ich eine Feuerbestattung. Und ich habe im Grunde schon über die Beerdigung nachgedacht und überlegt, wen wir alles anrufen müssten und im Grunde schon... Also ganz pragmatische Dinge gedacht. Ja. Die wirkliche verzweifelte Trauer kam wahrscheinlich dann viel später erst. Ja, wobei ich nicht weiß, ob die überhaupt bisher schon stattgefunden hat, die wirkliche Trauer. Naja, es war im Jahre 2002. Ja. Es sind viele Jahre vergangen und dennoch ist der Schmerz zu tief in dir. Ja, und auch jedes Jahr Weihnachten, weil es halt auch so kurze Zeit vor Weihnachten war. Ein Heiligabend war die Beerdigung. Wie habt ihr denn dann im Jahre 2002 Weihnachten verbracht, die Familie? Ja, du sagst es mit der Familie. Also wir haben alle zu uns hergeholt. Unsere Familie ist sehr, sehr groß, in ganz Deutschland verteilt. Wir haben alle zu uns geholt und haben dann wirklich mit den Verwandten gefeiert, ja, mehr oder weniger, aber es war halt auch so, die ganzen Geschenke für meinen Vater lagen halt da und wir machen zu Weihnachten halt auch immer so ein Würfelspiel mit 6 Personen in der Familie und mein Papa ist die 1, meine Mama die 2 und jeder, der die Zahl würfelt, ja, und jetzt ist mein Papa halt der Joker, wenn man die 1 würfelt, darf man nochmal würfeln. Also ein sehr bedrückendes Weihnachtsfest. War das im Grunde ist es jedes Jahr bedrückend, aber irgendwo auch schön, weil wir haben immer noch die Erinnerungen und das klingt kitschig, aber in Erinnerung lebt er weiter. Wenn er am Heiligen Abend beerdigt wurde, gehört sicher auch zu eurem Ritual,
am Heiligen Abend dann zum Friedhof auch zu gehen. Ja. Ja, also der Friedhof ist bei uns direkt um die Ecke, 3 Minuten. Ich bin also wirklich jede Woche da. Mhm. Eigentlich so nehme ich mir das immer einmal in der Woche vor, dass ich sonntags hingehe, spazieren gehe und dann wirklich auch mit ihm rede. Und Also bringt dir die Begegnung auf dem Friedhof, das ist schon für dich ein etwas Wichtiges. Es gibt ja Menschen, die sagen, das bringt mir gar nichts, an dem Grab zu stehen, aber manche, die brauchen halt auch diesen Ort der Trauer. Mhm. Also vorige Woche hat mich auch eine Bekannte dabei beobachtet, wie ich am Grab stand, und ich muss sagen, ich breche halt noch jedes Mal in Tränen aus, wenn ich am Grab stehe, weil ich immer noch diese Zeremonie vor mir sehe, wie die Urne halt ins Grab hinabgelassen wird, und das ist im Grunde, das sind immer so Bilder, die in mir auftauchen, und ich breche eigentlich immer am Grab zusammen. Mhm. Und deswegen vermute ich halt auch, dass dieses letzte Stück Trauerarbeit halt noch nicht geleistet ist. Er ist dann so, wie es sein Wunsch war, Feuer bestattet worden. Ja. Wie ist es dann möglich, dass am Heiligen Abend schon die Beerdigung sein konnte, wo er am 20. erst verstorben war? Ja, also wir mussten so schnell machen. Wir waren direkt, also freitags nachts ist er verstorben. Wir waren direkt am Morgen danach waren wir noch beim Bestattungsunternehmen. Am Montag war die Sektion. Mhm. Am Dienstag wurde er dann überführt ins Krematorium. So schnell ging das alles? Ja. Warum so schnell? Man macht es nicht, dass man ihn länger als eine Woche liegen lässt im Grunde, also den Leichnam. Und da also für die Kirche das überhaupt nicht ging, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag eine Beerdigung abzuhalten. Ich kenne es so aus der Familie, dass es oft sehr lange gedauert hat, bis dann die Feuerbestattung war. Ja, also normalerweise dauert es auch länger, aber... Katharina, ich habe es gerade so wirklich gehört, dass dir das immer noch so schwer zu schaffen macht, obwohl das schon einige Jahre her ist. Ja. Ich würde gerne dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gerne. Ja? Das ist die Elke heute Nacht. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Elke ruft dich an. Okay, danke schön. Danke für deine Sendung und. Danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Siri und Siri ist 26. Hallo Siri. Hallo Domian. Eine Frau. Ja. Auch zu unserem Thema hast du angerufen, meine schlimmste Nacht. Genau. Was war deine schlimmste Nacht, Siri? Meine schlimmste Nacht war 1993. An das genaue Datum kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob ich es verdrängt habe. Also zu meiner Vorgeschichte, ich habe Glasknochen. Mhm. Das heißt also, du musst sehr aufpassen, weil du ganz schnell dir die Knochen brichst, alle Knochen brichst. Genau. Also ich hatte schon ungefähr in meinem Leben bis zum Ende der Pubertät ungefähr 70 Knochenbrüche. Mhm. Und ist das auch so, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dass ich auch aufpasse, wenn wir uns jetzt persönlich treffen würden, dürfte ich dir auch nicht zu fest die Hand geben, ne? Na, ich denke mal, es würde nur wehtun, aber mehr nicht. Also so schlimm ist es nicht mehr. Mhm. Mhm. Nee, aber also es ist schon, dass man halt doll aufpassen muss. Mhm. Also ich darf nicht stolpern oder fallen oder zu doll irgendwie angerempelt werden oder so. Das ist schon so. Naja. Also um die Knochen fester oder um die mehr Stabilität zu geben, wurden mir halt schon als Kleinkind Knochennägel in die Beine, Markennägel in die Beine eingesetzt, die auch da drin verbleiben. Was für Knochen? Marknägel. Marknägel, ach so. Ja. Also das kenne ich so von Brüchen, wirklich von schweren Brüchen, dass die Beine oder die Knochen erstmal genagelt werden. Mhm, genau. Und bei dir hat man das prophylaktisch gemacht? Genau, das macht man generell so. Also nicht nur bei mir, sondern das kriegt eigentlich fast jeder, der diese Behinderung hat. Ja. Und wo nagelt man die Knochen überall ein? Die Nägel überall ein? In alle Röhrenknochen kann man das machen, also vorwiegend die Extremitäten. Also Beine und Arme? Genau. Mhm. Genau. Und weil meine Beine halt ziemlich stark deformiert waren, gleich von Geburt an, weil bei mir war es jedenfalls so, dass ich mir schon bei meiner Mutter im Leib schon sämtliche Extremitäten gebrochen habe. Im Leib schon? Ja. Durch die Bewegung des kleinen Kindes, des Embryos, die Brüche haben schon stattgefunden. Das heißt, du bist auf die Welt gekommen mit gebrochenem Knochen? Ja, also ich hatte eine gebrochene Schulter und dann, weil sie eine Knochenbiopsie machen mussten, um festzustellen, ob ich halt Glasknochen habe. Dabei haben sie mir dann auch noch einen Unterschenkel gleich in meiner ersten Woche gebrochen. Noch eine Frage zu den Nägeln. Wie lang
Wie lang sind diese Nägel, die du da verabreicht bekommen hast als Jugendlicher, als Kind? Die werden jeweils in dem nächstliegenden Gelenk verankert. Also praktisch der Unterschenkelnagel geht vom Fußgelenk bis zum Knie und der vom Oberschenkel vom Knie bis zur Hüfte. Also richtig große Dinger. Ja, und es ist halt so, das sind Teleskopnägel, die sind praktisch ineinander gesteckt. Das kann man sich so vorstellen wie bei einer Autoantenne oder Radioantenne. Die sich halt so auseinanderziehen. Und das war halt so, dass die in meinen Unterschenkeln zu weit auseinandergegangen waren und deswegen nicht mehr genug Stabilität mir gegeben haben. Ja. So, jetzt kommen wir zur schlimmsten Nacht. Genau, und deswegen musste ich halt damals operiert werden. Da warst du 12? 13. 13. Und das ist halt so, dass ich halt nicht in meiner Heimatstadt operiert werden konnte, weil es hier keinen Arzt gab, der sich das zu dem Zeitpunkt halt zugetraut hat, so eine besondere Operation. Und dann mussten wir halt in eine andere Klinik fahren und mit der hatten wir aber noch keine Erfahrung, weil der Arzt damals halt der neu hingegangen war. Ja. Und ich wurde operiert. Das war eine über 6 Stunden lange Operation mit viel Blutverlust und mir ging es halt richtig schlecht und meine Unterschenkel wurden bei dieser Operation 5-fach zersägt. Und praktisch, das muss man sich so vorstellen, das wird auch wirklich so genannt, wieder aufgefädelt auf diesen Nagel und dann wieder ins Bein zurückgebracht. Also bei dieser Operation ging es ausschließlich um die Beine? Ja, um die Unterschenkel. Um die Unterschenkel. Beide Unterschenkel. 5-mal zersägt, dann der Nagel quasi durchgeschossen und dann wieder zusammengepappt. Genau. Oh, wie schrecklich. Ja, das war halt so, dass normalerweise war das immer so, dass ich halt danach Gips gekriegt habe. Also meistens sogar Beckenbeingips, also praktisch von den Füßen bis zum Brustbein hoch. Aber bei der Operation war es so, ich wurde wach und hatte nur ganz lapidare Tapeverbände um die Beine gewickelt, die eigentlich überhaupt gar keine Stabilität gegeben haben, sodass dass sogar das Atmen wehtat. So, jetzt gehe ich davon aus, dass diese schlimmste Nacht für dich die schmerzenreichste Nacht war deines Lebens. Genau. Und also wie gesagt, ich habe schon ziemlich viele schmerzhafte Brüche gehabt, auch an Stellen, die echt unangenehm waren, so Wirbelkörperanbrüche und all so ein Krams. Aber also jetzt lagst du da nach dieser schweren Operation, man hatte dir keinen Gips, sondern einfach nur irgendeinen Verband um die Beine gewickelt. Und der rutschte auch noch nach unten, sodass meine Füße ganz so anschwollen, weil das überhaupt nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr zirkulieren konnte. Und davon habe ich auch heute noch Narben oben auf den Füßen drauf, weil der Verband mich so eingeschnitten hat. Das heißt, du hast Höllenschmerzen ertragen müssen. Man hat dir doch bestimmt Schmerzmittel gegeben. Nein, hat man nicht. Man hat dir keine Schmerzmittel gegeben? Man hat mir nur ganz normale Benuron-Zäpfchen gegeben, die man eigentlich kriegt, wenn man Fieber hat oder... Das ist doch nicht zu glauben. Oder leichte Schmerzen. Was waren denn das für Leute in dem Krankenhaus? Ja, so war das. Und ich habe halt, wie gesagt, ich war zu Tode erschöpft durch die Operation, war sowieso sehr ängstlich schon immer, weil ich auch vorher schon weniger schlimm, aber halt auch schon schlechte Erfahrungen in Krankenhäusern gemacht habe. Siri, ich muss nochmal unterbrechen, ich kann das gar nicht glauben. Man kriegt doch sogar, wenn man beim Zahnarzt, ich erinnere mich bei meiner letzten großen Arie daran, als die Weisheitszähne raus mussten, was ja ein Pipifax ist gegen das, was du damit gemacht hast. Ja. Selbst da kriegst du so Hammer-Schmerztabletten, dass du es nicht aushalten kannst. Und die hat man das nicht gegeben? Nein, mir hat man dreimal am Tag ein Zäpfchen gegeben. Unfassbar. Das war 1993. Mhm. Das war nicht irgendwann in fernen... Nein. Unfassbar. Nein. Hast du denn... Wie hält man denn dann überall die Nacht so durch, wenn man solche extremen Schmerzen hat? Hast du geweint oder geschrien? Ich hab Hospitalismus gekriegt. Also ich konnte nicht liegen vor Schmerzen, weil ich weiß nicht genau, wie das kommt, aber wahrscheinlich durch die Körperspannung. Wenn man liegt, ist der Druck auf die Beine noch höher und die Atmung überträgt sich dadurch, glaube ich, noch mehr auf die Beine. Und deswegen habe ich halt die ganze Nacht trotz der Erschöpfung gesessen. Und habe mich immer so in den Wellen, in denen die Schmerzen kamen, immer so hin und her gewogen. Und habe dabei leise immer Mama gefleht und habe leise Tränen geweint und war einfach nur noch völlig zu Tode. Weißt du, man kann ja vielleicht noch nicht nachvollziehen, aber es wäre vielleicht eine Erklärung, wenn in der Nacht kein entsprechend guter Fachmann da gewesen wäre. Aber dass die dann die nächsten Tage dir immer noch keine Schmerzmittel geben. Meine Mutter hat natürlich dann mit den Ärzten gesprochen. Ich konnte ihr das zwar nicht so ganz wiedergeben, wie schlimm es war, aber zumindest so weit, dass ich halt verzweifelt war. Und dann ist sie natürlich zu dem Pflegepersonal hingegangen und hat ihnen das geschildert, wie schlecht es mir geht und so. Und dann haben sie halt gesagt, erstens, man kann mir nicht mehr geben, weil sie behauptet hatten, dass ich das nicht vertragen würde. Und außerdem, weil sie meinten, sie geben mir ja schon genug.
Also, wenn und darauf musste sie ja vertrauen. Also was sollte sie machen? Sie konnte ja nicht in die Apotheke gehen und irgendwas holen und mir das da. Wie viele Tage hat das denn dann gedauert, bis es so einigermaßen erträglich war? Also das ist ja, also zu den Brüchen kommt ja auch noch der Wundschmerz und die Narbe geht wirklich vom Fuß bis übers Knie. Und das dauert schon ein paar Tage, aber so dieses ganz wahnsinnige Schmerzen 4 Tage oder 5 Tage. Ich bin fassungslos. Ich habe in meinem Leben einmal einen schweren Beinbruch gehabt. Das war so ein doppelter Beinbruch. Und das würde mir so einfallen, wenn ich meine schlimmste Nacht denke. Das war so schlimm an Schmerzen. Das war nur zweimal gebrochen nur. Dagegen ist das ja auch wiederum nichts gegen das, was du da gerade geschildert hast. Aber ich muss noch sagen, ich hatte ein einziges Mal haben sie mir ein richtiges Schmerzmittel gegeben. Das war auch ganz kurios. Ich weiß nicht, ob die mein Wimmern gehört haben, ob ich dann doch irgendwann mal lauter gewimmert habe. Ich glaube, es war in der dritten Nacht. Da kam dann irgendwie ganz aus heiterem Himmel ein Taschenlampenlicht auf mich zu. Und ich dachte nur, das ist die Nachtschwester oder so. Und dann sah ich nur so einen weißen Kittel sehen, weil halt von draußen das Licht kam und er die Taschenlampe anhat und im Zimmer war es dunkel. Und dann meinte er nur, jetzt wird dir gleich geholfen. Ich bin da, um dir zu helfen. Und dann hat er mir was gespritzt und dann konnte ich auch das erste Mal richtig schlafen. Liebe Sire, wie geht's dir heute? Ja, eigentlich ganz gut, aber solche Dinge machen einen schon irgendwie, wie soll ich sagen, also so ganz psychisch unbeschadet kann man das schon nicht natürlich überstehen. Nicht. Nein, natürlich nicht. Generell stelle ich mir diese Krankheit, die du nun von Geburt an hast, als sehr schwere, auch seelische Belastung vor. Das ist auch. Ja. Und was ich auch nicht verstehe, manche kommen da so gut mit klar. Ich kenne ein paar, die das haben und ich irgendwie nicht so wirklich. Ich weiß nicht. Also. Möchtest du vielleicht irgendwie über unsere Sendung, suchst du Kontakt zu Gleichgesinnten oder? Ich denke mal, durchs Internet habe ich das schon. Ja. Dankeschön, ja, also das geht schon. Ja. Dann bedanke ich mich auch sehr für deinen Anruf, Siri. Ich wollte noch eins sagen dazu. Weißt du, warum sie das damals nicht gemacht haben? Wegen der Kosten, weil das zu teuer ist fürs Krankenhaus. Bitte Schmerzmittel? Ja, weil nämlich dafür extra ein Anästhesist abgestellt werden muss, der die Schmerzgabe kontrolliert, ob man halt die richtige Dosis hat und ob man das gut verträgt. Ja, man soll es nicht glauben. Das hat mir 98 ein Arzt hier in unserem Klinikum erklärt, weil er meinte halt, dass das nur wegen eine Kostenfrage ist, weil die Krankenkasse halt nur einen festen Tagessatz berechnet und was dann an Sonderleistungen kommt, das muss das Krankenhaus selber tragen. Ich sage jetzt mal etwas sehr Unpopuläres, aber mir steht gerade der Sinn danach. Da wünscht man eigentlich dem Menschen, der das entschieden hat, dem wünscht man vielleicht mal eine Nacht auch solche Schmerzen, die du hast aushalten müssen. Oh ja. Also ja, man soll sowas nicht wünschen, aber irgendwo... Ja, und es muss ja an der, an der Kostenphilosophie des Krankenhauses gelegen haben, weil hier in diesem Krankenhaus war es gang und gäbe, halt eine Schmerzpumpe zu geben, da kann man sich selber dosieren. Ja, genau. Ja, Schmerzmittel und da war das halt nicht üblich. Kinder scheinen wohl bei denen immer noch keine Schmerzen zu haben, so wie im Mittelalter. Mhm. Liebe Siri, danke für deinen Anruf. Gerne geschehen. Und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Tschüss. Meine schlimmste Nacht heißt unser Thema und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist die Rebecca. Rebecca ist 23. Guten Morgen. Hallo. Hallo Rebecca. Und zwar wollte ich von meiner schlimmsten Nacht erzählen. Ja. Das war 1991, am 19. Oktober. Ich war gerade 9 Jahre alt, habe in der Nacht einen ziemlichen Albtraum gehabt, wollte dann auch eigentlich aufstehen. Also ich muss vorher sagen, ich bin adoptiert worden von meiner Oma und von meinem Opa. Wollte halt zu meiner Oma und zu meinem Opa ins Schlafzimmer, weil ich doch irgendwie fürchterliche Angst hatte. Und dann komme ich aus meinem Zimmer raus, sehe meine Oma nur noch rechts vor mir stehen und vor mir im Flur lag mein Opa, der gestorben ist gerade. Wohl an einem Herzinfarkt, hatte noch einen Telefonhörer in der Hand. Also ein ganz plötzlicher Tod. Ganz, ganz plötzlich tot, ja. Und hat wohl vorher noch versucht, einen Notarzt anzurufen. Er selbst. Und ja, er selbst. Hat es aber dann auch nicht mehr geschafft. Ist dann auch umgefallen wohl. Und da standst du, kleines Mädchen mit 9 Jahren, und sahst den toten Opa und deine Oma, die wahrscheinlich völlig verzweifelt war? Die hat einfach nur noch geschrien und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Bin zu dem Zeit hoch zu meinem Halbbruder, weil wir beide adoptiert worden sind, habe ihn runtergeholt und das war für ihn natürlich auch ein sehr, sehr schrecklicher Anblick. War er älter als du? Oder ist er älter als du? Er war zwei Jahre älter. Und
Dann hat meine Oma halt aus lauter Verzweiflung erstmal meinen Vater angerufen und dann erst den Krankenwagen und der hat dann halt noch meinen Opa versucht wiederzubeleben, aber das hat alles nichts mehr genützt. Währenddessen standet ihr Kinder da so rum und... Ja, also wir standen erstmal rum, keiner wusste genau, was mit uns anzufangen und auch die Rettungssanitäter auch nicht. Und das war einfach nur ein ganz, ganz krasser Anblick. Kannst du dich erinnern, ob du da auch geweint hast oder warst du so schockiert, dass du gar nicht... Also erstmal war ich schockiert und wo ich dann meinen Opa auf dieser Liege gesehen habe mit den blauen Lippen und dem Schaum vom Gesicht und die Hände schon so gefaltet, wie halt jemand aussieht, wenn er tot ist, dann kriegt man ja die Hände so komisch gefaltet über den Bauch. Erst da bin ich dann auch als kleines Kind also so quasi zusammengebrochen. Um wie viel Uhr war das ungefähr? Das war nachts, nach Mitternacht. Nach Mitternacht. Kannst du dich noch erinnern, wie die Nacht dann weiter verging, was nachdem der Opa dann aus der Wohnung raus war, was dann passierte? Ja, also wir haben uns erstmal alle auf mein Bett gesetzt und haben erstmal alle da gesessen und wussten nicht recht. Also deine Oma und dein Halbbruder und du? Genau, und danach kam dann noch mein Vater und hat versucht, ihn dann wieder zu beleben, aber hat aber auch alles gar nicht funktioniert, weil er da ja auch schon wohl etwas länger tot war. Und wir haben einfach alle nur noch ganz, ganz schrecklich geweint. Und mit 9 Jahren musste ich mich dann halt um meine Oma kümmern, auch ein bisschen die unterstützen mit meinem Bruder zusammen. Und dann hat man die Trauer halt ein wenig verdrängt. Ja, die hat man verdrängt, die Trauer. Ja, also die hat man irgendwie verdrängt, um stark für die Oma zu sein. Noch wie alt ist der Opa geworden? 65. 65. Ja, der hatte auch noch einen Tag zuvor, zuvor hatte er noch ein EKG machen lassen, aber das war völlig in Ordnung. Der Arzt dachte, sie sind wirklich kerngesund. Und ja, in der Nacht ist er dann gestorben. Was hat dieser Schock? Das ist ja nur wirklich ein Schock für ein Kind. Ein ungeheurer Schock. Du hast offensichtlich auch ein gutes Verhältnis zu deinem Opa gehabt. Oh ja, ein sehr herzliches. Aber dem habe ich sehr viel zu verdanken. Was hat das heute von der jetzigen Warte, jetzt bist du 23 Jahre alt, was hat das mit dir angestellt, dieser Schock? Mit mir hat es soweit so krasse Sachen halt angestellt, dass ich mindestens 5 bis 6 Jahre nicht in meinem eigenen Zimmer schlafen konnte, weil ich dann nachts aufgestanden bin, habe mich dann auf einem Stuhl wiedergefunden und die Köpfe von meinem toten Opa sind dann immer in einem Kreis von mir aufgetaucht und haben meinen Namen gerufen. Und ich hatte eigentlich damals schon zum Psychologen gemusst, haben wir allerdings nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht warum. Meine Sehstärke hat dann nachgelassen in der 4. Klasse. Ich musste eine Brille tragen. Und das waren aber alles noch so harmlosere Geschichten, würde ich halt sagen. Ja, und dann kam halt vor kurzem noch hinzu, vor 5 bis 6 Jahren, habe ich meine Mutter zum allerersten Mal wieder gesehen nach 10 Jahren. Die ist ja einfach abgehauen und hat uns dann da gelassen bei meiner Oma, bei meinem Opa. Und dann ist das alles erst hochgekommen. Also ich habe angefangen zu hyperventilieren, als ich sie gesehen habe. Und bin halt 2 Jahre lang in Therapie gewesen. Ah ja. Ja, und jetzt... Wie ist es heute? Wenn du heute auch so davon erzählst? Sehr schlecht. Ich habe gerade auch im Moment habe ich Schweißausbrüche, ganz kalte Finger. Mir geht's halt auch nicht so gut im Moment. Ich bin auch nicht mehr in Behandlung so, weil... den Therapeuten, den ich habe, damit bin ich gar nicht so zufrieden. Ich bin abführmittelabhängig. Also mir geht es eigentlich im Moment ganz, ganz beschissen. Ich weiß auch nicht, das ist aber auch erst seit ein paar Tagen so. Ja, ist sicher. Dieser schwere Einschnitt mit dem Tod deines Opas, sicher mit eine Ursache für all das, was jetzt nicht richtig läuft. Sicher. Ich denke mal, also ist erst alles in den letzten Jahren so richtig hochgekommen. Das kam wirklich alles auf einmal und das war einfach nur noch richtig, richtig heftig. Ja. Ist deine Oma noch wohlauf? Wohlauf körperlich ja, psychisch nein. Also die ist in einem Zustand, sie hat oft auch schon gesagt, obwohl ich dann so 10, 11, 12 war, sie würde sterben lieber. Und das ist für ein Kleinkind auch nicht gerade nett zu hören. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Das weiß ich heute noch nicht, weil manchmal wünsche ich mir echt, dass mein Opa sie mitnimmt, weil sie leidet. Kann sie denn noch alleine leben oder ist sie in einem Heim?
schlecht. Also ich bin im Moment, bin ich jetzt noch bei ihr, möchte aber auch gerne ausziehen, weil ich das absolut nicht mehr aushalte, weil sie einen mit runterzieht automatisch. Ja, ja. Also dann bist du aber wirklich sehr belastet, wenn du jetzt auch noch dich so sehr um deine Oma kümmerst. Die das ist krass, ja. Und die ganze Vergangenheit und alles irgendwie ständig an dir hängt. Ja. Ich würde dir gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, Rebecca. Oh ja. Ja, mit der Elke, die ist heute Nacht hier. Da legst du auf und sie ruft dich gleich an. Okay. Alles Liebe. Dann danke ich dir. Ich danke dir auch für den Anruf. Ja. Rebecca, okay. Mach's gut. Tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist die Sabine. Und Sabine ist 41 Jahre alt. Hallo Sabine. Ja, hallo Domian. Guten Morgen Sabine. Was war deine schlimmste Nacht? Ja, also erstmal bin ich sehr aufgeregt. Ich habe heute wirklich das erste Mal angerufen, bin direkt durchgekommen. Und gleich durchgekommen. Ja, das ist schon erstaunlich. Ja, also meine schlimmste Nacht ist wirklich die, hat vor 20 Jahren stattgefunden, ungefähr 20 Jahre. Es ist sehr kurz nach Neujahr. Da ist mein Bruder in unserer gemeinsamen Wohnung von meinem ehemaligen Lebensgefährten im Schlaf erstochen worden. Dein Bruder? Mein von, Bruder, ja. Von deinem damaligen Lebensgefährten? Ja, oder ich hatte mich also kurz zuvor von dem getrennt, hatte also mit ihm zusammen in der Wohnung gelebt. Und mit dem Lebensgefährten, mit dem Bruder? Genau. Mein Bruder ist erst nach der Trennung eingezogen. Ah ja, also du hast ja mit deinem Bruder da gewohnt und dann kam der Lebensgefährte wieder in die Wohnung rein an dem Abend? Ja, das war so. Also das hat sich aber einen längeren Zeitraum hingezogen. Und das war an dem besagten Abend halt so, dass wir also einen gemeinsamen Abend verbracht haben. Du also und? Ich, mein Bruder und ein gemeinsamer Freund halt. Ja, ja. Und mein Lebensgefährte hat mich damals, also wie gesagt, das war ja aber einen längeren Zeitraum, des Öfteren, also der hat mich auch tyrannisiert. Mhm. Er ist dann einfach öfter bei uns vorbeigekommen, hat Sturm geschellt, hat, wollte sich umbringen. Und also der war schon ziemlich durch, würde ich mal so sagen. Ja. Und so an dem Abend dann auch? Er kam dann an dem Anfang war es halt so, er ist dann irgendwann gekommen und dann haben wir halt gedacht, okay, lass ihn ruhig ein paar Minuten da und irgendwann wurde es uns zu bunt, hat mein Bruder ihn rausgeschmissen. Mhm. Ja, und wir haben dann halt noch zusammengesessen, wir drei. Mein Bruder musste am nächsten Morgen arbeiten, hat dann so gesagt, ja, ich gehe jetzt schlafen und ich bin dann mit dem gemeinsamen Freund in mein Zimmer gegangen, wir haben dann noch ein bisschen zusammen gesessen, Musik gehört. Und irgendwann so nach einer gewissen Zeit habe ich dann ein komisches Geräusch gehört und dann meinte der gemeinsame Freund halt so, ich gehe mal gucken, das waren bestimmt nur die Katzen. Ich war aber sehr beunruhigt, komischerweise, also es war für mich schon ganz komisch. Und dann hörte ich, wie der gemeinsame Freund da plötzlich um Hilfe schrie. Hatte denn dein Ex, hatte denn einen Schlüssel für die Wohnung? Nein, der ist eingebrochen. Der ist eingebrochen, und ihr habt es nicht gehört? Nein, wir haben es nicht gehört, wir haben es wirklich nicht gehört. Wir haben auch ziemlich laut Musik gehört, muss ich sagen. Wir waren jung, wir waren Anfang 20. Ja. Und dann hat er sich in das Zimmer von deinem Bruder geschlichen? Ja, der hat geschlafen und hat ihn dann, während er geschlafen hat, erstochen. Ja, und das war dann halt so. Jetzt lass mich fragen, warum der Bruder? War er eifersüchtig? Ich weiß nicht, ja, Fakt ist, dass er vorhat, uns alle drei umzubringen. Also es ist so, dass wenn ich geschlafen hätte und unser damaliger gemeinsamer Freund, dann wäre ich auch nicht mehr da. Dann würden wir auch nicht mehr leben. Und er hat also auch... Als euer gemeinsamer Freund um Hilfe gerufen hat, war dein Ex da noch in der Wohnung? Oder? Ja, der hat in dem Moment auf den eingestochen. Der hat also auch versucht, ihn umzubringen. Der hat in der Küche gewartet. Hat sich in der Küche versteckt. Also unser gemeinsamer Freund ist an dem Zimmer meines Bruders vorbeigegangen. Das war so ein ganz langer Korridor, wo alle Zimmer halt dran hingen. Und hat dann meinen Bruder gesehen, hatte den so aufgebahrt. Und ihm war auch sofort klar, der ist tot. Wie, er hat den aufgebahrt? Der hat den irgendwie aufgebahrt. Der hat den in dem Zimmer auf den Tisch gelegt und... Nachdem er ihn erstochen hatte? Ja. So, und dann ist euer gemeinsamer Freund... Ist dann in die Küche gegangen, hat sich da versteckt. Und wie gesagt, unser gemeinsamer Freund ging an der Küche ein, wollte dann weitergehen und hat nur gedacht, ich muss ans Telefon. Und in dem Moment stürzte er auf ihn los und hat auf ihn eingestochen. Und ist er auch schwer verletzt worden, der Freund? Ja, der hat 2 Wochen auf der Intensivstation gelegen. Der ist aber überlebt, Gott sei Dank. Also dann war der auch schachmatt gesetzt? Ja. Und du? Dann kamst du. Was dann? Ja, ich bin durch das Schreien natürlich dann auch wie paralysiert aus meinem Zimmer aus, hab die Tür und sah, wie der auf ihn eingestochen hat, auf den Heurer, auf unseren gemeinsamen Freund. Und hab dann nur so, weiß ich nicht, einfach so gesagt,
lass den Holger in Ruhe, der verblutet doch. Mhm. So, das war ganz komisch. Und ja, ja. Der Holger meinte nur zu mir, in dem Moment hat er wirklich aufgehört, auf ihn einzustechen. Mhm. Also ich hätte ihm damit auch das Leben gerettet, weil ich ruhig geblieben bin. Ich habe nicht geschrien, ich bin nicht hysterisch geworden, ich bin einfach ruhig geblieben. Ist der Täter denn dann geflohen oder blieb der da? Ja, der ist dann, ich habe dann so in meiner ganzen Panik gesagt, er soll bitte gehen. Ich würde ihm auch mein ganzes Geld geben. Ich habe ihm mein ganzes Geld gegeben. Mhm. Da waren 400 Mark drin und mein Portemonnaie halt. Und er ist dann wirklich komischerweise daraufhin gegangen. Aber da wusstest du noch gar nicht, dass sein Bruder erschossen war. Dazu muss ich sagen, ich bin also auch an dem Zimmer vorbei, habe dann ganz kurz da reingeguckt und ich weiß nicht, dass ein Verdrängungsmechanismus war. Mhm. Ich habe sofort gesehen, für mich war auch sofort klar, der ist tot. Also das waren 27 Messerstiche und Unfassbar. Jetzt hat er das Geld genommen und ist abgehauen. Ja, da war ein Toter in der Wohnung, ein Schwerverletzter und du, die völlig wirr war wahrscheinlich. Was? Ja, ich war völlig verängstigt. Hast du denn dann noch die Klarheit gehabt, die Polizei oder den Krankenwagen anzurufen? Das Telefon, der hatte das Kabel durchgeschnitten, noch vorsorglich. Gott, das ist ja wirklich wie im schlimmsten Krimi. Ja, ja und dann? Durchgeschnitten, ja, und daraufhin bin ich dann zu meinen Nachbarn. Mhm. Das waren Italiener, die kein Wort Deutsch konnten und selber auch kein Telefon hatten. Ja, und dann konnte ich aber irgendwie denen beibringen, dass die ganz schnell die Polizei rufen müssen. Mhm. Also der Mann ist dann wirklich zur Telefonzelle gegangen, hat die Polizei gerufen. Ich bin dann in der Wohnung unten geblieben. Ich habe mich gar nicht mehr nach oben getraut. Ich war irgendwie völlig Na klar. Fertig. Und ich hörte dann den Holger oben um Hilfe schreien und habe nur gedacht, der ist bestimmt wiedergekommen und bringt den jetzt um. Und was für eine Katastrophe. Ja, vor 20 Jahren ist das passiert. Ja, mhm. Ja. Ist er gefasst worden? Ja, der hat sich dann selber gestellt. Zu was ist er verurteilt worden? 7 Jahre. Der war 19. Hm. Hat er das unter Alkoholeinfluss gemacht? Marihuana. Hm. Wir waren aber allerdings alle unter Marihuana-Einfluss, muss ich dazu sagen. Also wir haben Hat das strafmildernde Umstände Auswirkungen gehabt? Hm. Ja. Wie hat er sich denn, als er dann hinterher bei Sinnen war, wie hat er sich zu der Tat gestellt? Der war eiskalt. Der war eiskalt. Bis zum Schluss. Der hat auch kein bisschen Reue gezeigt, hat auch wirklich während der Gerichtsverhandlung gesagt, hat zugegeben, dass er uns alle drei umbringen wollte. Das hat bei mir verursacht, dass ich also mich überhaupt nicht mehr getraut habe, mich schlafen zu legen. Also ich hatte nur noch Angst und Panikattacken. Da das Ganze 20 Jahre zurückliegt, sind die 7 Jahre ja lange vorbei. Hast du den irgendwann nochmal gesehen? Ja, des Öfteren. Des Öfteren? Auch, ja. Ja, der wohnt der bei dir? In der gleichen Stadt. Mhm. Und das war dann so, der hat auch wirklich nur 5 Jahre abgesessen. Ja, Fakt ist einfach, dass er jegliche Hilfe bekommen hat. Hm, das alte Lied. Ich überhaupt keine Unterstützung bekommen habe. Und dir zugemutet wird als Opfer, dass du den dann auch hinterher immer siehst. Ja, das ist also mehrmals ganz plötzlich mal im Laden, also in einer Diskothek passiert, da stand er plötzlich da oder im Supermarkt, also das sind so Sachen, die wirklich vorgekommen sind. Sagt der dann irgendwas? Hat er was gesagt? Nein, der hat nur geguckt und ich hatte nur Herzrasen und mir wurde schwindelig und ich habe nichts sagen können. Da ist einfach nichts möglich. Diese Bestrafung ist natürlich auch wieder ein Witz, ne, für das, was geschehen ist. Auf jeden Fall. Mhm. Hattest du ein enges Verhältnis zu deinem Bruder? Ja. Mhm. Und da wäre, er war auch dann sofort tot. Da wär keine Hilfe mehr möglich. Also laut Obduktionsbericht, den ich hätte lieber besser nie hören sollen, war der tot. Er hat auch keine Chance gehabt. Also er war ihm körperlich völlig überlegen, wenn er wach gewesen wäre, dann das war so feige, also kann man sich gar nicht vorstellen. Absolut. Jetzt ist die Sendung leider gleich zu Ende, Sabine. Recht schönen Dank für deinen Anruf und wenn du gerne noch mit meiner Psychologin sprechen möchtest, kann ich dir das auch anbieten. Ja, doch. Ja, dann machen wir das. Dann wirst du gleich von der Elke angerufen, okay? Ja, gut. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Auf Wiederhören. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Unser Thema...